Was? Mein lieber junger, hübscher Schüler, sind wir etwas geistesabwesend? Entschuldigung, Frau Lehrerin. Als Strafe musst du jetzt genau das tun, was da vorne an der Tafel steht. Na los! Oh! Oh! Dann haben wir hier den 5. Band. Hier auch wieder ein wunderschönes Motiv. Ah, komm schon. Ja, hier wurde ein neuer Charakter vorgestellt, der nur im PlayStation 2 Game von Diaz vorgekommen ist. Ah ja, 2005 ist er übrigens in Deutschland erschienen, was nur ein Jahr ist, nachdem er 2004 in Japan an den Start ging. Also da hat Tokyo Pop dann doch sehr schnell zugeschlagen und die Lizenz geholt. Werden so die Schauplätze vorgestellt. Also ich finde auch die Bonusseiten ziemlich cool. Und hier habe ich gerade schon einen Charakter gesehen, da kann ich auch gerade was zu sagen. Nämlich sie hier ist auch eine Diaz. Und zwar, ich glaube, eine Schauspielerin war sie oder ein Idol oder irgendwie. Und bei ihr ist es genauso wie bei Nia. Man weiß gar nicht, warum sie eigentlich da ist. Also man hätte sie auch im Großen und Ganzen weglassen können und die Geschichte wäre genauso verlaufen. Also sie tut nicht wirklich was zur Story sinnvoll beitragen. Gerade dieser Mittelteil, also hier so um Band 5 rum, fand ich auch sehr zäh, weil ich fand auch in Band 1 das schon nicht so spannend, als Ren nicht reden konnte. Ja, also sie bringt sich das dann in der Nacht- und Nebelaktion selbst bei und kann dann mit den anderen reden. Und dann ab dann wird es eigentlich erst lustig, weil Ren halt auch so ein bisschen deppert ist trotzdem. Und hier ist es dann wieder so voll der Rückschritt, zwischenzeitlich passiert was, wo sie quasi wie resettet wird und dann nicht mehr reden kann. Und es dann erst wieder lernen muss. Ich glaube, das war dann auch hier der 5. Band, wo sie halt nicht mehr reden konnte mit den anderen. Und dann fand ich das irgendwie total dumm. Die Handlung kam gar nicht mehr richtig voran. Es zog sich einfach nur. Also eigentlich erst so ab Band 6 wurde es dann wieder besser, finde ich. Und ab da hat man überhaupt erst gemerkt, dass die Handlung auch wieder ein bisschen voranging. Hier ist es auch eins meiner absoluten Lieblings-Artworks. Da sieht man sogar die Nippel. Frankie! Nippel-Lights! Ja, und hier gibt es so ein Lied, wie man Mochi zeichnet. Ein Charakter, der irgendwann mal vom Himmel fällt und dann erstmal dauert sehr lange, bis sie überhaupt mal irgendwie dem mehr Beachtung schenken und dann taucht sie eben auf und dann nimmt Mochi auf ihrem Kopf Platz und was es mit ihr dann auf sich hat, ist tatsächlich ziemlich krass gewesen. So, dann haben wir Band 7. Ja, sie ist halt quasi so die Königin von den Diaz, sage ich mal, aber sie schläft die ganze Zeit. Also sie ist sehr, sehr müde, hat sich irgendwie überanstrengt bei der Landung und allem. Und es sieht sehr kritisch aus um ihren Gesundheitszustand, weshalb man dann zwischenzeitlich auch denkt, dass sie sterben wird. Ob sie dann tatsächlich stirbt oder noch irgendwie gerettet werden kann, das erfahrt ihr in diesem Manga. Und das ist mein favorite character of all times, Mitsuka-Sensei. Viele finden sie zu over the top, aber ich liebe genau das an ihr. Also sie ist eine richtig perverse Lehrerin, die immer, wenn ihre Schüler einen Fehler machen, ein Kleidungsstück auszieht, also übelst exhibitionistisch. Bereitet bitte für morgen den Text so vor, dass ihr ihn fehlerfrei lesen könnt. Denn jedes Mal, wenn ihr einen phonetischen Fehler macht, werde ich ein Kleidungsstück ausziehen. Oh ja, ausziehen! Das ist aber echt eine harte Strafe, Frau Lehrerin. Morgen lasse ich euch gezwungenermaßen tief in meine Seele blicken. Die produziert in der Anime-Serie auch Pornos für die Videothek, in der Takea arbeitet. Im Manga arbeitet er in der Bäckerei. Also es war auch sowas, was sie geändert haben.
Frau Lehrerin, was machen Sie hier? Herr Ikuhara, das ist ja eine Überraschung. Arbeiten Sie etwa hier? Was tun Sie denn da? Ich habe ein paar hocherotische Filme produziert und der Ladenbesitzer hat mir freundlicherweise erlaubt, einige von Ihnen hier auszustellen. Yeah. Wann haben Sie die denn gemacht? Wenn ich nur daran denke, dass mein nackter Körper von vielen fremden Männern angestiert wird, wird mir schon ganz anders. Mein Blut gerät in Wallung bei dem Gedanken an all diese Männer, die mich haben wollen. Oh! Ja, was auch ein interessantes Thema ist bei diesem Manga, dass eben die Deers anfangs, weil sie eigentlich ein Sklavenvolk sind, deshalb haben sie halt auch diese Halsbänder, eigentlich keinen eigenen Willen haben, von Natur aus. Und deshalb kann Takeya nicht mit Ren zusammen sein, weil ist ja klar, man will ja nicht mit einem willenlosen Zombie eine Liebesbeziehung führen. Das ist ja dann irgendwie komisch einfach, ja. Also man weiß ja dann nicht, ist das jetzt wirklich Liebe von Seite der Deers, also in dem Fall von Rens Seite aus, oder fügt sich Ren einfach nur ihr Meister? Das ist halt ein sehr wichtiges und interessantes Thema in dieser ganzen Geschichte. Auch wie die Deers sich natürlich dann auch verändern durch ihren Kontakt zu den Menschen. Und ja, vielleicht kann ja der ein oder andere sogar einen eigenen Willen entwickeln im Laufe der Story. Seht selbst. Auf jeden Fall ist Charakterentwicklung da. Die Charaktere entwickeln sich, ihre Beziehung zueinander entwickelt sich und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und das ist bei solchen Geschichten noch längst nicht selbstverständlich, deshalb. Also ja, Romance ist auch mit drin, klar. Und der letzte Band hat auch nur 6,50 gekostet, obwohl man sieht, dass der dicker ist als die anderen Bände. Das finde ich ganz cool von Tokyo Pop, dass die dann da nicht irgendwie nochmal... Ja, es ist auch nicht so viel dicker als die anderen Bände, aber man merkt es schon. Und dann wurden nämlich zum krönenden Abschluss hier nochmal alle Charaktere auf einen Blick. Diese Welt ist ohne Aufrichtigkeit. Nochmal alle Charaktere auf einen Blick dargestellt. Hoppala. Ja. Ob es glaubt oder nicht, vom Stil her erinnert es mich tatsächlich ein wenig an Doremi. Weil es auch immer wieder diese Einzelschicksale hat von den Charakteren. Also gerade so Charaktere, wo man es nie gedacht hätte, okay, Mitsuka-Sensei jetzt mal außen vor, bei ihr kommt keine tragische Background-Story irgendwann mal. Aber eigentlich bei jedem Charakter kommt an irgendeinem Punkt eine traurige Background-Story heraus und ja... Deshalb fühlt man dann total mit und ist teilweise richtig dramatisch. Also bei einigen habe ich dann auch wirklich ein paar Tränen vergossen. Warum hört es nicht auf? Ich kann die Blutung nicht stoppen, obwohl ich mich so sehr anstrenge. Nein, Herr! Ihr dürft nicht sterben! Weil das ziemlich krass ist. Alleine auch der ganze letzte Band ist total heftig. Das ist richtig harter Tobak. Das ist kein Comedy mehr, das ist nicht mehr harmlos. Das geht echt unter die Haut. Ich fand es ziemlich heftig, was da noch alles passiert ist. Was noch alles enthüllt wurde vor allen Dingen. Ja, dann haben wir zu guter Letzt das Deers Fanbook. Was tatsächlich aus Kurzgeschichten besteht, also eigentlich ist es mehr so ein Deers Short Stories Band. Der Titel Fanbook ist vielleicht ein bisschen misleading. Also, ja, eigentlich haben hier halt andere Mangaka einige Kurzgeschichten zu Deers eben gezeichnet. Also hier, das stammt auch nicht von Peach Pit, dieses Artwork. Da seht ihr es immer unten. Nobutaka Takagi hat das gezeichnet. Kai Shaku hat das gezeichnet. Also da haben einfach andere Autoren nochmal... so ihre, hier ist es auch aufgeführt, ihre eigenen Mangas dazu gezeichnet. So kleine Short-Stories eben. Kann man mal lesen, muss man aber nicht. Also ich fand es jetzt relativ überflüssig und hat nicht mehr wirklich was dazu beigetragen. Also war jetzt kein großer Mehrwert zur Hauptstory, aber ich finde es schön, dass Tokyo Pop tatsächlich auch solche Short-Stories, Bände, Parodiebände oder was auch immer dann eben auch noch mit rausbringt, haben sie ja bei Deadman Wonderland mit Another Deadman Wonderland auch gemacht, obwohl ich den auch reichlich überflüssig fand. Aber ja, man freut sich als Fan über alles, was man kriegen kann.
Und deshalb finde ich es eigentlich ganz cool. Vor allem die erste Geschichte, beziehungsweise, naja, was heißt Geschichte? Hier, das sind halt ein paar Yonkoma-Mangas, also vier Panel, sind tatsächlich von Peach Pit selbst gezeichnet, aber dann kommt eben jede Menge, was halt nicht von Peach Pit kommt. Und ja, hier sind mal mehr, mal weniger lustig, die Geschichten. Und manches ist auch echt verstörend. Wie zum Beispiel das da und das da. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass der hier mit dabei war bei dem Gesamtpaket, was ich mir gekauft habe. So der Vollständigkeit halber. Und ganz hinten werden auch nochmal alle Mangaka vorgestellt, die hier mit dran gearbeitet haben. Wie der letzte Manga ist eigentlich voll süß. Ja. Und Frozen Maiden ist eben die andere Serie von Peach Pit. So als eingefleischter Fan kann man den auf jeden Fall sich mal gönnen. So, und dann zu guter Letzt werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Anime-DVD-Komplettbox. Die werde ich in einem anderen Video nochmal detaillierter zeigen. Jetzt werde ich erstmal nur so im Groben euch die vorstellen. Also hier sind alle, lasst mich nicht lügen, 13 Episoden drauf. Die Bonus-Episode ist tatsächlich an der chronologisch passenden Stelle einfach einsortiert. Und der Anime ist mega lustig. Es ist halt mein Humor, ne? Muss ich auch dazu sagen. Also manche finden das dann auch wieder too much. Carina fand es jetzt zum Beispiel nicht so toll und konnte damit nicht so viel anfangen. Lea fand auch die Lehrerin in der ersten Folge jetzt nicht so toll. Es ist für mich halt genau mein Humor. Ich mag das, ich finde es halt lustig, ich kann damit umgehen, wenn es edgy ist mit Humor halt, wenn es einfach lustig ist. Also, wenn es nicht so dieses, ich begrabbel die jetzt, um sie zu begrabbeln, sondern ich begrabbel sie jetzt, weil es halt wirklich einfach gerade einen lustigen Effekt erzielt, dann finde ich das halt auch in Ordnung und es ist halt nicht so, dass man das Gefühl hat, hier wird einem Fanservice ins Gesicht gerieben, obwohl man gar nicht darum gebeten hat. Und ja, die Collector's Edition ist dann eben von Nippon Art rausgebracht worden, also eine Neuauflage der kompletten Serie. Jetzt sehe ich gerade, hier ist ja auch ein Knick. Ja, das ist ein bisschen bedauerlich. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Naja, aber man sieht es kaum. Genau, die haben das nochmal neu aufgelegt, bisschen kompakter, aber sonst eben schweineteuer, wenn man nicht gerade so ein Sonderangebot abwartet, wie ich das jetzt getan habe. Deshalb hat es halt überhaupt so lange gedauert, bis ich mir den Anime endlich gegönnt habe, obwohl ich den die ganze Zeit schon auf dem Schirm hatte und schon mehrmals die Folgen gerewatcht hatte, weil ich die irgendwann mal aus dem Internet mir runtergeladen habe. Jetzt kann ich es ja sagen, ich habe es jetzt mir legal gekauft, also keiner kann mir jetzt was wollen, dass ich den vorher illegal besessen habe. Also, deal with it, leckt mich am Arsch, ihr könnt mir gar nichts. Ja, also deshalb, jetzt habe ich ihn auch legal und ist auch für mich so einer der Gründe, warum ich das immer total supporte. Ja, ich bin total für illegale Downloads, ich bin total für illegale Streams, weil niemand kauft die Katze im Sack und sowas hilft auf kurz oder lang, dass die Leute eben einen Blick bekommen in die Serie und dann für sich entscheiden können, ist mir das Geld wert oder ist es mir keins wert. Mir war es eben Geld wert. Also, ja. Ich bin da gar nicht so kontra und ich finde immer, wenn man sich sowas anguckt, wenn man jetzt nicht mit der Einstellung daran geht, wenn ich es jetzt schon illegal online mir angeguckt habe oder illegal auf dem Rechner habe, dann brauche ich es mir nicht mehr kaufen. Ist natürlich dann eine blöde Einstellung, aber wenn man mit der Einstellung daran geht, okay, wenn es mir gefällt, kaufe ich es mir, so wie ich das dann immer mache, finde ich das in Ordnung. Ich finde, da kann man nichts sagen. Ja. Damit wären wir auch schon am Ende angelangt. Wenn ihr den Dias Manga und Anime kennt, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn euch diese Sammlung heiß gemacht hat, es kennenzulernen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr damit nichts anfangen könnt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr den Anime geguckt habt, schreibt es in die Kommentare und natürlich auch, wie ihr den fandet. Wenn ihr den Manga gelesen habt, schreibt es in die Kommentare und natürlich auch, wie ihr den fandet. Und wenn ihr beides euch angeguckt habt, so wie ich, dann schreibt es gerne in die Kommentare und wie ihr beides fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und denkt dran, die Box stelle ich euch dann nochmal in mehr Detail vor.